einen wunderschönen guten Tag vom PZ Community Day. Ich bin's, euer Martin. Und ich habe mich heute hier auf dem Weg nach Cottbus gemacht, um mir die Veranstaltung mal anzugucken. Es wurde ja kräftig im Vorhinein darüber geredet, dass hier einiges geboten ist. Und das glaube ich dem Paul auch. Weil wenn er was macht, dann macht das richtig und übertreibt auch gerne. Und ja, das will ich heute natürlich mir angucken. Schon mal Entschuldigung von der Seite, dass zurzeit bei Instagram und YouTube eher so ein bisschen ruhiger ist. Begründung ist einfach, wie ihr das mitgekriegt habt, wir ziehen um mit der Firma und das macht einfach extrem viel Arbeit. Ne? Wir müssen den Fußboden, die Wände, alles mögliche, den Aufzug, die ganzen Räume, alles vorbereiten, alles streichen. Da sind wir auf unsere Kumpels angewiesen und Helfer, die da kräftig mitarbeiten. An der Stelle schon mal großes Danke. Und ja, wir haben zwar noch ein bisschen Puffer, am 1.11. muss alles final fertig sein. Das klingt jetzt erstmal viel, aber bei der Quadratmeteranzahl, die wir da jetzt gemietet haben, macht es echt Arbeit. Naja, nur dass ihr Bescheid wisst. Ich laufe auf jeden Fall jetzt mal eine Runde rum, guck, was hier so abgeht und nehme euch einfach mal mit. Bis später. Wer bist denn du eigentlich? Der Alu-Bäder. Cool. Alu-Löffel. Was darfst du denn nehmen? Ich will deine Karre nehmen. Warte, das muss ich vom Ständer runter machen, das schaffst du nicht. Das ist zu schwer. Ich möchte jetzt erstmal irgendwelche Bilder machen. Gut, ich laufe mal eine Runde rum, ich nehme euch mit und mal gucken, was so geht. Kann ich mal einen Schluck kriegen? Gleich. Warum? Du willst, du bist auch so einer, wie Holy Hole. Da darf ich ja gar nicht aus dem Becher trinken. Nein. Was hast du hier eigentlich? Himbeeren. Ja, Himbeeren. Ich hab noch offen, hab ich ja, schon. Ja, die Packung ist für mich, du hast mir doch extra. Also wirklich wahr. Das kann ich auch nicht leiden. Das sind drei, da kann man doch erstmal die neue anmachen und da, die neue auffressen und dann. Bei mir gibt's immer schön Ei zum Frühstück mit Avocado, Himbeeren und Johannisbeeren. Aufhalten um jeden Preis. Ja, das. Mein Moped wird hier schon wieder vergewaltigt für irgendwelche Bilder. Und hier ist echt viel los. Die Stimmung ist halt gerade so ein bisschen angespannt, dadurch, dass es den Unfall gegeben hat. Aber gut, es passiert halt. Und wenn die Leute halt hier wie die Gaskranken und wie die Gestörten rumfahren, ist es nur eine Frage der Zeit, dass sowas passiert. Ne? Aber gut, wir drücken die Daumen, dass demjenigen nicht so viel passiert. Schweißt du hier auf dem Gelände? Wir haben gestern schon 3-4 Sachen repariert und heute auch schon 10 Sachen. Erik, Alu-Löffel. Ist auch hier. Und hier wird mein Moped schon wieder vergewaltigt. Die Girls machen Posen. Posen fürs Tuning. So, ich laufe jetzt mit dem Erik mal eine Runde rum. Wir gucken mal, was hier so abgeht. Motor, ja, auf jeden Fall, das habe ich gesehen, ja. Motocross will ich mir reinziehen. So, ich chill hier noch ein bisschen eine Runde auf dem Moped und hier drehen die Leute komplett durch. Ich zeige euch das mal auf so einer abgesperrten Vollcross-Strecke. Achtung, wie der Typ hier gleich springt. Alter Franz. Kannst du bitte langsam fahren? Jetzt fahren. So, jetzt geht's zur Offroad-Strecke. Dann gucken wir mal, was der Erik so kann. Gar nichts. Der kleine Mann ist auch schon richtig begeistert. Jetzt kommt der Erik. Macht euch auf einen. So, jetzt kommt er nochmal. Jetzt laufe ich mal eine Runde über den Zeltplatz. Hier gibt es schon die ersten Ausfälle. Was ist los? Kupplung. Kupplung, klasse. Klassiker, ja. Wollte ich gerade sagen. Ich wünsche euch viel Glück. Danke. Hier steht schon wieder so ein schönes Kart, wie wir auch haben. Sowas, mit sowas kann man mich immer wunderbar begeistern. Geil. Jetzt wird erstmal getankt. Jetzt wird erstmal getankt hier. Druckbetankung. Druckbetankung, ja. Wie bei dir gestern Abend, ne? Ja, warst du genau. Betrunken? Nee, ich nicht. Ich bin aber du, ne? Hier. Du warst ich? Betrunken. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr? 7, 8. 12. Ja, so schlimm war's nicht. Yeah.
Er macht auf jeden Fall hier Mittagsruhe. Aber ihm geht's gut. Das ist die Hauptsache. So, ein paar super nette Jungs kennengelernt, die mich mir auf eine Cola eingeladen haben. Also, finde ich sehr, sehr nett. So, jetzt war ich bei dem Vollkrosszeug. Da ist der Angeklagte. Ja? Der nächste Angeklagte. Warum? Wir sind alle angeklagt. Wegen was bist du angeklagt? Betrunkenheit. Nee, du musst, ich verstehe dich nicht, du musst da durchreden. Trunkenheit. Hast du gestern viel Alkohol getrunken? Nein. Lügst du mich an? Sieht man hier was? Hier sind so Gummireste drin. Kommen die aus deinem Bobsloch? Nein, aus der Nähe. Heute checkt Alkohol an. Heute. Bitte kommen. Gut. Viel Spaß noch, Jungs. Die haben auf jeden Fall schon ordentlich getrunken. Ich komme hier nicht weg. Jeder will irgendwas. Oh, was ist hier passiert? Moin, Martin. Den hat so ein bisschen festgehauen, ja, den Wechsel. Aber der geht noch, würde ich sagen. Ja, ne? Hast du Sekundenkleber dabei? Nö, nee, leider nicht. Ein paar Kabelbinder. Das ist der dritte, den er festgeknallt hat. Ja. Oh, hoppala. Sorry. Er hat mich gleich vollgespritzt. Sorry. Mein Bier kommt. Jo. Der geht noch mal eine Runde, oder was? Ja. Safe, oder? Scheiße. Das ist der 16. Wo ist passiert? Hier vorne. Ja, vorne. Da wo der Pfeil herkommt. Hier drehen die Leute auf jeden Fall schon wieder richtig durch. So, der nächste steht schon in den Startlöchern. Alter, was Alkohol so alles anrichten kann, da misshandeln die ihre kompletten Buden. Alter, ey, so geil. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt schon mal ein paar Inspirationen geholt. Wir bauen ja noch, wie ihr gesehen habt, das Carbon-Moped auf. Und da habe ich noch so ein paar Dinger gehabt, die wollte ich noch abändern. Das war auf jeden Fall eine coole Entscheidung, alleine schon, weil man sich, wie gesagt, die Inspiration hier holen kann, wie das andere so machen. So, jetzt bin ich bei der Rundstrecke. Mal gucken, was ich hier ein bisschen aufnehmen kann. Das ist auf jeden Fall übelst krass gemacht. Also, es ist nicht wie ein Festival. Ich würde eher sagen, das ist wie, keine Ahnung, wie eine absolut gestörte Veranstaltung. Hier ist irgendwo an jeder Ecke irgendwas anders. Und tausende Mobiles, also ist wirklich übel krank. So, jetzt bin ich mitten im Geschehen. Es ist eine ziemlich gefährliche Stelle hier, aber mal gucken, was ich hier auf die Kamera kriege. Ist auf jeden Fall sehr geil. Fährt jetzt mal eine Runde und dann darf ich da auch mal mitfahren. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Gefährt ist. Sieht irgendwie ein bisschen russisch aus, aber ich kann mich auch täuschen. Auf jeden Fall kann man da ziemlich viel zuladen, wenn ich die Achsen sehe, wie schräg hinten diese riesen Räder hängen. Geil, bin gespannt. So, Freunde, ich wollte eigentlich auf dem Radlader da oder wie man das da immer mitfahren. Aber jetzt fahre ich einfach mal Panzer mit. Kettenführerschein habe ich übrigens. Als ich beim Bund war, habe ich den Führerschein machen dürfen auf den Kampfpanzer Marder in Hammelburg. Es war eine richtig geile Zeit, weil der Fahrlehrer hat mich richtig rangenommen. Die haben ja hier oben drauf eigentlich so eine Glocke, wo der Fahrschullehrer drin sitzt.
Und da ist er mir immer ein Wasserloch reingefahren. Ist das da vorne? Und dann hat er das Steuer übernommen, ist in dieses Wasserbecken reingefahren und hat angehalten. Dann ist es wie in der Badewanne, dieses Trickwasser macht weg und kommt natürlich irgendwann wieder. Ich sah aus wie eine Sau, aber es war ziemlich geil. Eine richtig coole Sache, dass ich hier mitfahren darf. Bester Fahrer, ja, bester Fahrer. Jetzt weiß ich, warum eine Schutzmittelstraße geil ist. Der Staub. Erzähl mir mal was über den Panzer. Wie alt ist der? Er ist nichts Deutsches, ne? Das ist nichts Deutsches. Das ist ein russischer Schützenpanzer, BMP-1. Ja. In der Tschechei in Lizenz gebaut worden, Mitte der 80er Jahre. Der ist ungefähr Baujahr 1984. 84, da bin ich noch nicht mal geboren. Ja, der hat schon ein paar Jahre aufgerufen. Und solche hatten wir auch in der FVA gehabt, in der DDR. Ja. Deswegen haben wir die NVA hat russischen Panzer ja, gehabt, ja. Ja. Ja, ja. Eigentlich nur russisch. Aber die ist gut, oder? Die ist zuverlässig. Die ist, fährt sie immer noch. Ja, die ist zuverlässig. Was mich interessiert, wie viel Hubraum hat das Fahrzeug? Da ist ein V6 Dieselmotor drin, direkt eingespritzter, 15,9 Liter Hubraum. 15,9. 300 PS. Ja. Und hat eine Spitzengeschwindigkeit von 60? 60, ja, ja, hab ich gedacht. Hier im Gelände schafft man so 45. Ja. Ich habe mich eigentlich gefreut, dass er mal Wendung macht, aber. Nein. Aber ich krieg 60. Kann er nicht. Er kann bloß die eine Kette komplett abbrechen. Also. Ich kann nur die eine Kette. Okay. Das könnten die noch nicht, dass sie die Kette wegmachen. Wie viele Personen können da mitfahren? Da ist ein Richtschützendorf, ein Fahrer. Fahrer, Kommandant, also vorne der Fahrer, dahinter der Kommandant, du im Turm oder Richtdenkschütze, also nennt es Richtdenkschütze. Also, da hat ja auch noch eine Panzer auf der Lenkrakete gehabt, die er hier mit Joystick ausgelenkt steuern könnte. Und hinten die Mannschaftslungen sind eigentlich für 8 Mann. Ja. Die NVA hatte aber von der Mod-Schützengruppenstärke her, hatte die nur 6 Mann drin, 6 bis 7 Mann, wenn der Zuschauer mitfahren. Überlegt euch mal, Freunde, das war halt auch kein Spaß, ne? Also in dem Linkshausen 6 Leute. Wenn es ernst geworden wäre, würden alle nicht hier stehen. Ja, das kann man so sagen, ne? Zum Spaß machen, nee. Ist ja gut geeignet, aber man darf nicht drüber nachdenken. Ja, das stimmt, was das stimmt. Anrichten. Also vielen, vielen Dank, dass ich gerne, hier kommen durfte. Gerne wieder. War eine Freude. Jungs, bis später. Olli! Olli! Kann das sein, dass du überall bist, wo ich auch bin? Du verfolgst mich. Kann gut sein, ja. Ist dein Mobil wieder heile? Das geht wieder. Ach. Können wir heute das Getriebe wieder ächzen? Da kannst du gerne mal eine Runde fahren. Ja, wo steht das denn? Ja. Also es hält auf jeden Fall. Das ist gut, das ist gut. Ach, du willst auch was sagen dazu? Nee, wie findest du denn das Treffen? Die Kamera muss höher. Nee, Treffen ist gut. Wir haben Glück mit dem Wetter. Hast du Alkohol getrunken? Nö, noch nicht. Lügst du? Ja. Hattest du heute schon einen heute früh? Ja. Ja. Als er rangefasst hat, stimmt's? Ja. Oh Gott, war mir klar. Weißt du das? Man sieht ja, dass ihr zusammen seid. Na? Oder stellt euch mal nebeneinander. Stellt euch mal nebeneinander. Die sind nicht verwandt, aber verschwägert. Das ist ja das Krasse. Na? Viel Spaß noch, Freunde. Ich dachte, dass er nur in der Autoszene unterwegs ist, aber jetzt greift er auch noch die Simpsons-Szene ab. Hallo Marcel. Wie geht's dir? So, los geht's. Frühstart auf der rechten Bahn. Ich hab dich lieb. Wie gesagt. Sprintrennen darf natürlich nicht fehlen. Deswegen sehr geil, aber ich gucke dann später mal, wenn die großen Klassen da sind. Versuche ich zumindest das abzugreifen und da mal ein paar Aufnahmen zu machen. Ey, du siehst immer noch betrunken aus. Bin ich ja? Ja? Geht. Heute Abend wird geil, Alter. Sagen wir schon. Ja. Ich nehme mich. Wisst ihr, was das ist? Hallo. Das ist. Der Düsenjet-Truck. Sau geil. Das ist mal was anderes. Sogar mit Thermoisolierung, wie ich gerade sehe. Super geil. Jetzt lerne ich ihn endlich mal persönlich kennen. Hallo, Micha, danke. Hast du noch einen nächsten Wein für dich? Natürlich, oder?
Also, der Micha ist auf jeden Fall der Inhaber der Firma Ostblechpolster, wo wir unsere ganzen Sitzbänke machen lassen. Ich hoffe, das geht so. Kann die erstmal so ein bisschen an, wie man es im Restaurant macht? Ja, ich. Und der ist gut. Können wir so lachen. Micha, danke. Gerne. Auf jeden Fall macht er die geilen Sitzbänke. Er ist gerade wieder eine am Produzieren für uns. Was genau wird euch der Max demnächst sagen? Oder wir zusammen? Wir haben da was Wildes vor und es wird ziemlich cool. Vorhin habe ich ja gesagt, dass Paul, wenn er das macht, das gut macht und es auch gerne mal übertreibt. Und das sieht man auch hier wieder. Er hat Schnittmodelle genommen. Und es macht halt auch wirklich Arbeit und es kostet halt auch wirklich Geld. Ne? Und hier drüben hat er es gleich noch besser gemacht, um zu sehen, wie eine Kupplung funktioniert. Hat er das hier mit so einem Motor gemacht. Und jetzt sieht man dann schön, wenn ich hier dran ziehe, wie die Kupplung trennt, wie dann die Kraftübertragung auf den Zylinder ist. Also sehr, sehr geil gebaut. Oder was sagst du? Schön. Freunde, ich habe jetzt die Ehre, in so einem schönen E30 V8 mitzufahren, als Drifter umgebaut. Ihr seht anhand der Reifen, hier wird keine Rücksicht auf Verluste genommen. Na? Mal gucken, ob ich hier lebend wieder rauskomme. Hier ist noch so eine Kiste. Wir werden jetzt nochmal frisch die Reifen gewechselt. Die Jungs wollen nochmal am Schlüssel drehen. Na? Aber hier ist mein Drifttaxi. Bin ich mal gespannt, wie gut der Fahrer das kann. Wie lange machst du den Sportschock? Die zweite Woche, oder? Dritte Woche jetzt. Dritte Woche? Ja, genau. Du testest dich noch ein bisschen aus, ja? Ich bin gespannt. Sehr gut. Hier kannst du bitte so fahren, dass ich danach noch lebe. Ja? Versprichst du mir das? Ja, verspreche ich dir. Ich fahre ja ungern mit. Ich bin ja mal beim Christoph mitgefahren, der ist ja so ein Driftking im Mitte auf dem Aldi-Parkplatz. Da dreht er immer voll nicht durch mit seinem Golf. Naja, gut. Mal gucken, was das hier wird. Was ist ein V8? Ja. 4 Liter aus einem E34. Wie viel PS hat er? Knapp 300. Ach so Scheiße. Hier, bitte leben, ne? Ja. Bitte. Scheiße. Immer wieder gerne. Alter Franz. Der Kollege hat es nicht überlebt. Herzlichen Dank, dass ich mitfahren durfte. Immer wieder gerne. Freunde, ich habe immer noch weiche Knie. Oder vielleicht ein bisschen ein Kackstift. Ich habe noch nicht geguckt. Es ist auf jeden Fall grenzwertig. Wie es abgeht. Mal gucken. Mal gucken, was wir jetzt Wildes anstellen. Ich nehme euch mit. Auf die Plätze. Fertig. Los. Das ist ja völlig unfair. Scheiße. Leute, ich verliere das Rennen. Ach Mann. Leute, der muss selbst hier am Wochenende muss der arbeiten. Das kann ich halt auch überhaupt nicht verstehen. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ja. Ich hole mir jetzt was zu essen. Bis dann. So, ich verkaufe das jetzt. 15 Euro an Kohle. 15. Und hier waren quasi die leckeren Hotdogs. Ach, ihr habt da extra. Okay. Das ist eine Spezialanfertigung Brötchen hier, ne? Lecker, jawohl. Das hätte ich auch so einen Ofen, geil. Da kriege ich direkt Hunger.
Und hier hinten haben sie ihre Station, da wird dann alles schön reingemacht. Selbstgemachter Ketchup oben, ne? Was, selbst gemacht? Selbstgemachter Ketchup. Selber gemachter Ketchup. Gurken hier selber eingelegt und on top. Hier kommen jetzt die Gurken auf, die haben auch selber eingelegt. Und on top kommt dann noch Mayo, die ist auch selber gemacht. Aha. Na dann, das probieren wir nochmal. Das ist das Wichtigste, die Restschmiede aus dem selber. Aber es ist sehr groß, ja. Hast du schon bezahlt? Kleiner Spaß. Freunde, ich habe jetzt noch gerade mit der Drohne gesehen, dass die mit dem Buggy ja hier rumfahren. Und das will ich natürlich auch noch mitmachen. Vielleicht kann ich das Ding ja mal selber steuern. Auf jeden Fall muss ich da jetzt hin. Jungs, ihr seht's, ich steige ein. Aber ich muss noch mal ein ernstes Wörtchen mit den Kollegen hier reden. So. Ja. Brauche ich das? Klar. Du fährst bitte normal. Ich will heute noch mal Hause fahren. So, was haben wir denn hier für ein Buggy? Erzähl mal was. Der neue RZR. Der neue 1000 Kubik. 1000 Kubik. Ja, aber ohne Turbo. Der hat 120 PS. Und, ja. Und du beherrschst das Gerät, oder? Ja, ich fahre Rallye schon seit 10 Jahren. Okay, jetzt lass mich mal kurz noch die Brille aufsetzen. Die Brille brauche ich, weil es staubig, oder? Ja. Man sollte immer mal ein bisschen Platz rein, die Flur in den Kurven. Übertreib's bitte nicht, ne? Alter, dass sie das Ding so mithandeln kannst, ey. Danke. Geil. Alter. Ja, du bist dann die Letzte. Ich brauche erst mal einen Drink. Geht denn die Tür hier auf? Guck mal. Ach hier, den silbernen Topfring. Das ist der Aufmach. Klack. Kannst auch einen Schub trinken. Darf ich? Okay. Vielen Dank. Also wilde Geschichte. Krass. Vor allem ist halt ein reiner Sauger, ne? Ich habe zwischenzeitlich gedacht, das Ding kippt um, aber er hat es relativ gut im Griff gehabt. So, ich muss meine Mütze wieder aufsetzen. Es ist kalt. Also Albatros sieht man wirklich übelst selten. Und ich feiere das. Kevin Seidel hat ja auch einen. Ich freue mich, dass das Ding irgendwann mal fertig ist. So, Freunde. Moped ist verladen. Ich hab's wieder mal, wo ist der Schlüssel? Ich hab's wieder mal übertrieben. Zweimal jetzt schön birnen lassen. Das Ding hat richtig schön geheult. Und richtig schön gequalmt. Und dann ging's wieder. Wieder fest. Naja, gut. Spaß kostet, ne? Erik! Erik, wollen wir zusammen hin? Keine Ahnung. Wir müssen das hier komplett alleine schieben. Gut, schieb an. Und dann rollt er. Der rollt einfach weiter. Voll, mein Freund. Dein Event heute, bist du zufrieden? Ja, ja. Ich bin dir für die Seriosität zuständig. Ja, das habe ich mir gedacht, du schaust auch sehr seriös. Ich bin der Pressesprecher der Firma PZ Tuning. Ja. Ja. Was machst du jetzt hier, Verrücktes? Ich habe schon gesehen, hier steht so ein. Ja, also wir haben hier so ein. Warte mal, guck mal her. Ich zeige euch das mal, Freunde. Wir haben hier so einen kleinen. Naja, wie nennt man das? Einen kleinen Toaster. Ein Brandbeschleuniger, oder? Genau. Eigentlich macht man damit nur Wunderkerzen. Ja. Und damit machst du jetzt Dummheiten, ne? Ich dachte mir, man muss so ein paar China-Roller einfach mal abfackeln. Das ist eine gute Idee, China-Roller ist prinzipiell Schrott. Also Paul hat hier einige alte Roller hingestellt und ein Auto, wo heute der Panzer sind. Okay. Er ist begutachtet, ist für gut befunden. Ja, das ist gut. Ja. Hast du eigentlich was drunter? Tatsächlich. Hat der Paul was drunter? Ha? Ha? Ausziehen! 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 Ja! Ausziehen! Ausziehen! Paul! Ausziehen!
Der Beste kommt zum Schluss, okay? Nein, nein, nein. So, ich habe mich jetzt mal zu dem Besitzer des Fahrzeugs gewandt. Kannst du mir ein bisschen was über das Fahrzeug sagen? Wann hast du das gebaut? Hast du es gebaut? Erstmal ja, also das Projekt haben wir seit fast 20 Jahren in Arbeit. Ja. Wir sind jetzt seit 2,5 Jahren fertig. Ja. Wir haben hier ein Rolls-Royce Haven 301 Triebwerk drin. Das Triebwerk ist ursprünglich aus einer BAC Lightning. Das ist ein britischer Abfangjäger aus den 70er Jahren. Da ging es nicht um Ökonomie, sondern darum, möglichst schnell entweder mit dem Flugzeug zu steigen oder den Gegner möglichst schnell abzufangen. Deswegen die BAC Lightning hat eine technische Freigabe bis 2,3 Mach, fliegt aber 2,7 Mach, also etwa 3000 km/h. Das ist ziemlich schnell. Dieses Triebwerk, das Haven 301, hat auch Verwendung gefunden im Trust Supersonic. Ja. Das ist so ein schwarzer Rennwagen mit zwei Triebwerken, der die Scheibenaussicht so hat. Und die beiden Rennwagen, also der Trust Supersonic und der Nostromo haben 301 und deswegen steht auch bei beiden Rennwagen Rolls-Royce. Okay. Es wird auf jeden Fall interessant, ich freue mich. Ich habe ja letztes Jahr die Show schon mal gesehen von dir. Ja, in Trebin. Das Problematische ist natürlich, wir brennen normalerweise nichts ab. Ja. Wir sind nicht destruktiv, ja, ja. Wir fahren Drag Racing. Aber anscheinend wollen das viele Leute sehen. Ja, die jungen Leute wollen das gerne mal sehen. Und der Paul, der Veranstalter, hat uns darum gebeten, also natürlich machen wir es denn. Aber ich hoffe, dass es da in dieser Richtung zu keinen Komplikationen kommt. Nein, ich denke nicht. Ich wünsche dir viel Spaß und ich bin gespannt auf deine Show. Nur, dass ihr das nochmal seht, das ist halt kein Spaß hier. Ich habe das Ding ja letztes Jahr schon in Trebin gesehen und das war schon krass. Mit der Geschichte da hinten. Und wie lange die Leute hier und die Leute hier stehen, ich glaube nicht lange. Ne? Also, das Gerät jetzt hier wird gezündet. Mal gucken, ob es laut wird. Und die Roller stehen ja auch noch da. Das ist so laut, wenn du dich vorstellst. Es kommt halt auf dem Video null rüber, wie laut es ist, aber es ist so hardcore laut und die Druckwelle kriegst du halt mega ab. Also übelst krass. Kollegen, ich stehe jetzt bei der Alugabel am Auto. Ja. Da bin ich noch hergefahren. Ich werde jetzt auf jeden Fall gehen. Ihr habt jetzt die Turbine noch gesehen. Das war echt krass, das zu erleben. Ich fand das ein sehr schönes Treffen. Sag mal, in der Größe ist es schwierig, als Veranstalter da irgendwie. Man muss es erstmal sacken lassen, guck, was bei der ganzen Sache rauskommt. Aber an sich, unabhängig von dem Unfall, war das ein sehr schönes Treffen. Und ich sag mal, bei der Masse an Besucher, und wir reden ja von mehreren tausend, das ist immer Komplikationen. Ich habe jetzt gar nicht weiter gemerkt. Ne? Und ja, Alkohol und das Führen von Fahrzeugen, ja, das wissen wir, glaube ich, alle. Das ist nicht so schön. Aber auf jeden Fall, Paul, Daumen hoch! Ihr seht jetzt noch einen kurzen Porn und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ich hab euch lieb.